wir in Ravensburg. Von den Bürgermeistern darf ich begrüßen Herrn Junghin von Kreisausschuss, Herrn Schäfer, Herrn Blümicke, Frau Behle, sehr geehrte Vertreter der Wirtschaft, sehr geehrte Familie Frese, alle Freunde und Bekannte von Karl Friedrich Fröse, die heute hierher gekommen sind. Herzlich willkommen heiße ich alle Gäste aus nah und fern, die sich zu diesem ganz besonderen Anlass heute in der Philipp-Soldern-Stadt Frankenberg zusammengefunden haben. Ich freue mich als Vertreter des Hausherrn des Landkreises Waldeck-Frankenberg, einige kurze Worte zur Begrüßung an Sie richten zu dürfen. Sicherlich ist nicht allen Anwesenden bewusst, an welchem geschichtsträchtigen Ort wir uns gerade befinden. Und das sowohl aus historischer Sicht als auch aus Sicht des Großkreises Waldeck-Frankenberg, der im nächsten Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiern kann. Unverkennbar hatte dieses imposante Gebäude ursprünglich eine andere Funktion, als die Verwaltungsstelle im südlichen Teil des Landkreises zu beherbergen. Dicke Mauern und eine hufeisenförmige Anordnung der Gebäude weisen darauf hin, dass es sich um ein Kloster gehandelt haben könnte. Tatsächlich bewohnten Zisterzienserinnen des Klosters St. Georgenberg am Stadtrand von Frankenberg ab dem Jahr 1249 bis zum Jahr 1568 dem Landgrafen von Hessen-Thüringen, bis es bis 1568 dem Landgraf von Hessen-Thüringen übergeben wurde. Seitdem diente die Anlage auf den ersten Blick als hervorragendes, herausragendes Amtsgebäude zu erkennen, dem landesherrlichen Beamten als Verwaltungssitz. Nicht nur als Gebäude der weltlichen Macht, sondern auch als Verwaltungssitz der weltlichen Gebietskörperschaft des Landkreises Waldeck-Frankenberg hat sich diese Klosteranlage bewährt. Wir befinden uns hier im ehemaligen Kreistagssitzungssaal, wo früher auch die Sitzungen des Kreistages Frankenberg stattgefunden haben. Ich hoffe, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit diesem kurzen geschichtlichen Überblick verdeutlicht zu haben, welche hohe Bedeutung das Gebäude für die Bevölkerung im Raum Frankenberg von jeher hatte. Herr Kreistagsvorsitzender, lieber Rainer, vielen Dank für die freundliche Begrüßung und für den Hinweis darauf, an welcher historischen, geschichtsträchtigen Stätte wir nun eine besondere Ehrung vornehmen werden. Und den Hinweis mit der Zinkwanne haben wir alle verstanden. Also ich zumindest auch. Ich finde, aus den einführenden Worten des Kreistagsvorsitzenden ist auch so deutlich geworden, in welcher liebevollen Einheit sich Waldeck-Frankenberg sozusagen befindet und wie herausragend die damalige Fusion auch 50 Jahre danach wunderbar trägt. Aber das nur am Rande. Kreistagsvorsitzende muss man immer besonders zuhören. Ich hatte dieses Amt auch mal, deswegen. Naja. Wir sind hier, um einen besonderen Menschen besonders zu ehren. Lieber Karl Friedrich Frese, wir hatten heute schon mehrere Termine miteinander und er war heute Morgen mit dem Grußwort nach mir dran und ich hatte aber schon gesagt, es gibt ein Rückspiel heute Abend, wo zweifle ich dann nochmal, aber es ist alles gut gegangen, wir haben das ganz, wie das eigentlich zu erwarten war, sehr freundschaftlich heute, es waren auch ehrlicherweise nicht so ganz schwierige Themen, die wir zu bewältigen hatten, dass wir das heute miteinander gut hinbekommen. Das ist, man würde sagen, eine Selbstverständlichkeit. Ja, zwischen uns ist es eine Selbstverständlichkeit und das möchte ich vorneweg nochmal in einer besonderen Form betonen. Ich habe Ihrer Frau schon angekündigt, dass ich über Sie sprechen werde, weil ich nämlich auch am heutigen Tag viel über Sie gelernt habe. Also den Termin, den wir gerade hatten bei der Übergabe der Gerätewagen, der musste pünktlich um 15:45 beendet sein, damit Ihr Mann um 16:50 hier in Empfang nehmen konnte. Okay, das war ein klares Regiment. Also dieser freundliche Hinweis, der kam zu dem anderen Hinweis, den ich bekommen habe, als ich heute Morgen über die Frage gesprochen habe, wie das mit der Finanzierung von Feuerwehrfahrzeugen zwischen dem Land und den Kommunen ist. Und das habe ich finde, erschöpfend erklärt. Aber
der Kreis Bayreuth war ja nach mir dran, der Feuerwehrdezernent, und hat gesagt, mehr fordern kann man ja eigentlich immer, da freut man sich, also, das müsste ich sportlich nehmen. Er würde ja auch immer mal wieder erfolglos Taschengeldnachforderungen bei seiner Frau stellen, aber deswegen, ich habe es gesagt, Frau Bresi, ich habe viel über Sie gelernt. Stellen, aber immer irgendwie thematisch engstens verbunden. Ob das das Ehrenamt ganz am Anfang war, wo der, ich sag jetzt mal, ganz junge Karl Friedrich Frese große Freude an der Kommunalpolitik gewonnen hat und im Ehrenamt als Beigeordneter in seiner Heimatgemeinde gedient hat, bis hin zu den Aufgaben, die er heute als Kreisbeigeordneter, als Feuerwehrdezernent, als Gesundheitsdezernent oder sogar als DRK-Vorsitzender innehat. Irgendwie immer thematisch alles verbunden. Kommunalpolitik und die Aufgaben, die sich da umherhören. Verleihe ich Herrn Karl Friedrich Frese, Allendorf-Eder, den Hessischen Verdienstorden. Wiesbaden, den 8. Mai, unterzeichnet von unserem Ministerpräsidenten Boris Rhein. Lieber Herr Frese, sehr verdient. Herzlichen Glückwunsch. Problemlösung statt Problembeschreibung, Zuversicht statt Zweifel. Das ist der Dreisatz, der mir einfällt, wenn ich in wenigen und kurzen Worten die Person, die Persönlichkeit, den Charakter von Karl Friedrich Frese beschreiben soll. Meine Damen und Herren, sehr geehrter Staatsminister, lieber Peter, liebe Claudia, lieber Herr Wilhelm, sehr geehrter Bürgermeister, Herr Fraktionsvorsitzender, lieber Timo Hartmann, liebe Regine, lieber Karl, meine Damen und Herren, es ist ein schöner Tag, an dem eine besondere Persönlichkeit des Landkreises für besondere Verdienste mit dem Hessischen Verdienstorden ausgezeichnet wird. Der Minister hat es eben gerade beschrieben, der Hessische Verdienstorden ist etwas ganz Besonderes. Eine hohe Dekoration vor wirklich hohe Würdenträger, und die bekommt nur jemand, der es tatsächlich auch verdient. Deswegen, als ich darüber nachgedacht habe, was machen wir denn eigentlich mit dem Karl Friese? Irgendwie müssten wir den doch mal ehren. Und ich darf bei aller Bescheidenheit und Zurückhaltung, die mir nachgesagt wird, sagen, ich habe gedacht, das muss jetzt mal so ein Ding werden, das auch wahrgenommen wird. Und dann war ich vorsichtig, weil am Anklopfen und habe bei meinem Freund und Staatsminister, unserem hessischen Innenminister für Sport auch noch zuständig, angeklopft. Können wir das machen mit einem hessischen Verdienstorden oder gibt es andere Möglichkeiten, besondere Leistungen auch auszuzeichnen? Ich bin froh, denn das ist nicht irgendwie Willkür, nach denen das irgendwie willfährig vergeben wird, sondern es gab, und das weiß ich, dass das sehr intensiv geprüft wurde, dann auch
irgendwann das Go, dass das geht. Von meinem Freund Karl Friedrich heute Morgen beim gemeinsamen Termin. Ja, du als mein Bürgermeister, du musst selbstverständlich auch ein Grußwort sprechen, anlässlich dieser Veranstaltung heute, was ich auch sehr, sehr gerne tue und was für mich eine große Ehre ist, in diesem Kreis auch hier an Sie ein paar Worte richten zu dürfen. Ich möchte mal einhaken an das, was von Staatsminister Beuth eingangs bezüglich der Frauen gesagt worden ist, weil mir das so ähnlich geht wie dir, lieber Karl Friedrich. Er sagt immer im Spaß, wenn wir mal in einer fröhlichen Runde zusammen sind, wir sind streng verheiratet. Ich bin mal mit meiner Frau beim Arzt gewesen, da hat der Arzt meine Frau gefragt, warum sind Sie denn dabei? Da hat meine Frau zu ihm gesagt, er sagt mir ja nicht alles. Da hat der Arzt gesagt, ja Herr Junge, Sie müssen das häusliche Regulativ immer mit einbeziehen. Ja, und so ist es natürlich in unseren Beschäftigungen als Bürgermeister oder Beigeordnete oder Kommunalpolitiker allgemein so, dass man natürlich den Rückhalt in der Familie benötigt und ohne das geht es ganz einfach nicht. Und von daher, liebe Regine, liebe Luisa, auch euch ganz, ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser Ehrung, denn ihr habt sie genauso verdient wie euer Mann und Vater Karl Friedrich Frese. Herzlichen Glückwunsch im Namen der Allendorfer Riege, die du hier heute komplett eingeladen hast als deine neue Heimatgemeinde. Mein designierter Nachfolger Carsten Schäfer heute mit dabei, der Kurt Kramer als Beigeordneter, erster Beigeordneter und auch der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Norbert Bötzle. Wir gratulieren dir ganz herzlich und die Verdienste, die du um unsere Fusion Allendorf-Brunskirchen hattest, sind eben von Herrn Staatsminister Beuth ja umrissen worden und ich kann das aus persönlicher Erfahrung nur bestätigen. Du warst auch immer derjenige, der als erfahrenerer Bürgermeister, als ich das war, schon zu Beginn dieses Jahrhunderts so die ersten Meilensteine gesetzt hat. Ging los damals mit deinem Vorschlag, die Kassen zusammenzuführen. Die Krise geht und da müssen wir vorbeugen, das ist das Allerwichtigste. Insofern, Sie können sich ruhig bedienen. Das dauert auch, eine halbe Stunde habe ich ja, glaube ich, Zeit, hier zu reden. Nein, verehrter Herr Staatsminister Beuth, lieber Armin, lieber Klaus, verehrte Gäste, liebe Freunde, meine Damen und Herren. Heute Morgen zwischen 5 und 6 habe ich mir überlegt, oder ist mir eingefallen, das wird heute ernst. Meine Frau hatte schon einen Sonntagsausgehanzug hingelegt für den zweiten Teil des Tages. Heute Morgen war es mir zu warm, weil ich mit Herrn Beuth ja bei Feuerwehrautos gewesen bin. Was sagst du denn den Leuten? Und dann habe ich gedacht, das ist relativ einfach. Das ist für mich und ich glaube auch für meine beiden Töchter und meine Frau ein denkwürdiger Tag, weil mindestens für meine Frau und ich geht eine lange Zeit des gemeinsamen Wirkens in und für die Gesellschaft in einen neuen Meilenstein über. Dafür bin ich Ihnen, Herr Beuth und dir, Armin, Sie beide waren das sehr gemeinsam. Das hat mein Geheimdienst inzwischen herausgefunden, die bei dem Herrn Ministerpräsidenten den Vorschlag gemacht haben, mich mit dieser sehr, sehr hohen Auszeichnung zu bedenken. Dafür bedanke ich mich sehr. Ich stehe tief in Ihrer Schuld. Und Sie haben mir, und ich glaube auch meinen Töchtern und meiner Frau mit dieser Ehrung eine sehr große Ehre erwiesen. Herzlichen Dank dafür.